Hallo Freunde, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind im imperialen Raum, derzeit auf Limp Bizkit Hub. Ich habe, wie ihr sehen könnt, schon eine Cobra eingekauft und wir haben sogar noch ein bisschen Kleingeld übrig. Die Frage ist, wie rüsten wir diese Cobra letztendlich aus? Ich glaube, die werden wir noch eine Weile behalten, denn ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal im offiziellen Forum nachgeschaut. Datum seht ihr ja hier. Wir haben derzeit noch kein Update darüber, wann die Powerplay Beta startet, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und ja, so wie es aussieht, werden wir das Ganze dann erst in der ersten Juniwoche auf dem Live-Server haben. Somit haben wir da noch fast 2 Wochen Zeit, bis wir da, oder gute 2 Wochen, bis wir da eventuell neue Schiffe haben und neuen Inhalt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt die 2 Wochen untätig sein möchte, im Gegenteil. Mir geht es darum, ich möchte ein bisschen Ruf im Imperium verdienen. Dazu müssen wir ein paar Missionen machen. Und wenn es geht, für die Fraktion, die derzeit das Sagen hat. Diese Mission allerdings wäre interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Für 6 Gold kriegen wir da eine ganze Menge Credits. Wie sieht es denn mit unserem Frachtraum aus? Wir haben 18 Frachträume. Wisst ihr was? Ich glaube, die Mission nehme ich an. Ja, die Fraktion, für die ich hier eigentlich fliegen würde, das wäre hier die Empire Party, hat ja schließlich auch den höchsten Einfluss, aber die bietet derzeit keine Missionen an, was ein bisschen schade ist, zumindest keine, die ich annehmen kann. Da bräuchten wir 26 Frachtraum. Das könnte man zwar kaufen, aber Tang Gateway ist ein bisschen aber außerhalb. Und selbst wenn wir den Frachtraum hätten, vertrauen die uns noch nicht genug. Deshalb würde ich sagen, wir begnügen uns erstmal mit dieser Mission. 6 Gold, das ist überhaupt kein Problem. Das ist mit 2 Sprüngen machbar. Richtig. Outfitting, wenn ihr da Vorschläge habt, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, die Cobra auszustatten. Ich würde es ganz gerne ein bisschen vielseitig halten. Ja, Vorschläge gern gesehen, ab in die Kommentare damit. Wie soll ich die Cobra ausrüsten? Ist ja eins der vielseitigsten Schiffe. Ich wurde schon oft genug von einer Piraten-Cobra abgeknallt und das Schiff kann was. So viel mal dazu. Ja, ich würde sagen, wir organisieren erstmal das Gold, ein bisschen mehr Kleingeld, um das Schiff auszurüsten. Klingt nicht schlecht. Dazu müssen wir ins Siris-System. Das werden wir allerdings nicht auf Anhieb erreichen. Ja, ist nicht mal aufgelistet, weil es einfach zu weit weg ist. Also erstmal nach Koshanz. Von da aus geht es dann nach Siris. Wie gesagt, Heimatsystem hier in der Umgebung. Ship released. Engines engaged. Kenne ich mich ganz gut aus. Landing Gear retracted. Ups, da ist ganz schön voll am Eingang. So, wie gesagt, Heimatsystem, hier kenne ich mich ziemlich gut aus. Deshalb weiß ich, Siris, da gibt es auch Abbaugebiete, da können wir dann demnächst auch wieder ein bisschen auf Piratenjagd gehen. Das wäre kein Problem. Da können wir dann auch das Mining ausprobieren, wenn Powerplay rauskommt. Wobei ich glaube, dafür wird es ein bisschen was Besonderes geben. Verrate ich jetzt aber noch nicht. Frameshift Drive charging. In New Pictoris auch nochmal 2 Systeme weiter, aber in die andere Richtung. Gibt es einen Bürgerkrieg? 4, 3, 2, 1, engage. Zumindest in 9 von 10 Fällen stoße ich dort auf Bürgerkrieg. Im Normalfall gibt es dann aber bis Arrakapacho leicht Missionen dafür. Also ich würde sagen, bevor wir uns da umgucken, warten wir auf eine Mission dementsprechend. Da haben wir Siris. Oh, wir haben wieder einen Entdeckungsscanner. Und da fällt mir ein, wir haben einige Dinge entdeckt, die reichlich weit weg waren. Und da könnten wir mal bei Gelegenheit gucken, ob wir das verkaufen können. Vielleicht sogar auf dem Außenposten bei Siris, wo ich das Gold kaufen möchte. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Frameshift Drive charging. Ansonsten ist die Empire Party hier in der Umgebung sehr weit verbreitet und hauptsächlich halt auch
ja, Fraktionen an der Macht, die zum Imperium gehören. 4, 3, 2, 1, engage. Das heißt, da sollten wir relativ leicht ja, Auftraggeber finden, relativ leicht Ruf farmen können und hin und wieder auch mal eine, ja, Navy-Aktion, damit wir eben direkten Rufaufstieg haben. Kann allerdings ein bisschen dauern. Je mehr Fraktionen man auf Wohlwollend hat, desto mehr Missionen werden einem angeboten. So, Signalquelle. Interessant. Ja, und die Resource Extraction Site, habt ihr direkt gesehen? Da könnten wir dann auch nach Piraten jagen und so weiter. Die Cobra darf hier auf Außenposten landen, das ist wichtig. Sobald man einen Lakon Typ 7 hat zum Beispiel, der benötigt große Landeplätze, dann kann man nicht mehr auf Außenposten landen, dann sind solche Sachen deutlich schwieriger. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Lasst uns erstmal die erste Million verdienen. Wenn das nicht klappt, dann ja, machen wir halt direkt die zweite Million. Was soll's. Wir stehen ja noch ziemlich am Anfang. Auch wenn der Start inzwischen relativ einfach ist, muss ich sagen. Kann daran liegen, dass man ab einer gewissen Zeit einfach weiß, wie es funktioniert. Aber ich denke, das liegt auch mit daran, dass ja, das Kämpfen deutlich mehr Gewinn einbringt, als das früher der Fall war. Und man kann es ohne große Vorbereitung schon machen. Beim Handel ist es so, man braucht ein gewisses Startguthaben und ein gutes Schiff. Mit viel Frachtraum natürlich und möglichst Sprungreichweite. Damit man Gewinn einfahren kann. Beim Kämpfen, habt ihr gesehen, braucht man erstmal nicht viel. Und kann direkt mit Gewinnen loslegen. Docking request granted. So, die Nummer 2. Ich glaube, die war auf der anderen Seite. Anflug aus Richtung Solarpaneele. Na, super. Landing gear deployed. Hat ja super geklappt. Mit Plattform 2. Dann nehmen wir einfach die so lang. Ups. Das ist ein bisschen nah dran. Docking successful. Engines disengaged. Immerhin lacht mich der Bordcomputer nicht aus. Das ist schon mal ein Anfang. Gut, wenn ich mich richtig erinnere. Oh Gott, schluck das Ding Sprit. Das gibt's ja gar nicht. Dann finden wir hier Gold. Da hatten sie schon mal mehr auf Lager, glaube ich. Egal. Wir nehmen das mit. Wir brauchen hier nur 6 Stücke. Die kriegen wir für 55.000. Das heißt, wir verdoppeln unser Geld ungefähr. Was schon mal nicht schlecht ist. Kartografie haben wir auch hier. Können wir verkaufen. Würde ich sagen, verkaufen wir alles. Sind zwar nur 9.000, aber ja, was soll's. Die beiden sind einfach zu nah dran. Das bringt noch nicht wirklich viel. So viel dazu. Yay! Und dann zurück Koshans und Aracapaggio. Vielleicht haben die inzwischen Missionen, die ich annehmen möchte für die richtige Fraktion. Engines engaged. Aber ansonsten waren das jetzt ein paar schnelle Credits. Kann man immer gebrauchen, je nachdem wie man das Schiff dann ausrüstet. Aber ich denke, wir werden jetzt noch ein paar Missionen machen für die, ja, in Anführungszeichen, richtigen Fraktionen. Ich möchte für imperiale Fraktionen die Missionen machen, um bei denen Ruf aufzubauen. Landing gear retracted. Damit ich bei denen dann auch, ja, je höher ich im Ruf bei imperialen Fraktionen bin, desto öfter bekomme ich Missionen, die mir Ruf einbringen, also Ränge einbringen im Imperium. Frameshift Drive Charging. Leider ist das eine ziemlich langwierige Sache und ich bin auch schon am Überlegen, ob ich einfach ein paar Missionen offscreen mache, aber
4, 3, 2, 1, engage. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil, es ist eine ganze Menge Gameplay, was theoretisch nicht sehr interessant ist. Es ist auch sehr glücksabhängig im Moment, welche Missionen man angeboten bekommt und welche nicht. Von daher ist es nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einfach offscreen, sagen wir 100 Missionen fliege und dann direkt den richtigen Rang habe, dann wissen die Leute, die noch keine Missionen geflogen sind, immer noch nicht, wie es funktioniert. Ist ein bisschen knifflig. Frameshift Drive Charging. Ich denke, ich werde da ein bisschen so den Zwischenweg probieren. Ein paar Missionen von allen möglichen Typen exemplarisch und dann vielleicht offscreen nochmal ein paar. Damit wir einfach vorankommen. 4, 3, 2, 1, engage. Der nächste Punkt: Mit Powerplay wird das Missionssystem komplett überarbeitet und wahrscheinlich wird es noch einige der alten Missionen geben, aber das ist eben nicht sicher. Ich weiß nicht immer, ob die noch die gleichen Symbole benutzen und ob die Symbole dann auch noch das gleiche bedeuten. Könnte auf jeden Fall ein bisschen knifflig werden. Das ist falsch. Auch falsch. Da wollen wir hin. Ansonsten sehe ich das Symbol hier. Jawohl. Pfeil hinher bedeutet erstmal, wir müssen irgendwo hinfliegen, was abholen und das zurückbringen. Wie jetzt in dem Fall, wir sind nach Siris geflogen, haben Gold eingesammelt und bringen das zurück nach Acapacho. Und dann gibt es einen Ladungskanister oder Frachtkanister mit einem Pfeil. Das bedeutet, wir bekommen die Fracht vor Ort und müssen die irgendwo hinbringen. Und warum sinkt mein Schiff, obwohl ich den Steuerknüppel nicht benutze? Okay. Na, besser. Ja, dann gibt es eben dementsprechend Symbole. Es gibt auch so ein Frachtsymbol, das bedeutet, wir müssen die Fracht irgendwo einsammeln. Das sind so, ja, im Prinzip so Blackbox-Missionen zum Teil. Und dann gibt es eigene Symbole für Kuriermissionen, für Kopfgeldmissionen, für Assassinenmissionen, für alle möglichen Geschichten. Und ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich Sinn macht, die alle zu erklären und zu zeigen, wenn in 2 Wochen dann wieder alles komplett anders ist. Und deshalb würde ich sagen, da bitte noch ein bisschen Geduld. Dann kümmern wir uns um das neue Missionssystem mit Powerplay und hier im alten, ja, vielleicht mal oberflächlich ein bisschen. Es gibt auch manche Missionen, bei denen man gestohlene Ware organisieren muss. Im Prinzip Schmugglermissionen und so weiter. Hier im System wäre das die Goldmafia, die solche Missionen ausgibt. Aber das ist bei der Mission jetzt nicht der Fall, zum Glück. Docking request granted. Hab eigentlich keine Lust, hier als Krimineller gebrandmarkt zu sein und Strafgebühren aufgebrummt zu kriegen. Im Gegenteil, ich will hier richtigen Ruf aufbauen, verbündet sein, wenn es geht. Mit irgendeinem System muss man anfangen. Optimalerweise hat man 4 bis 5 Systeme, bei denen man alliiert ist. Und wenn man zwischen denen dann hin und her hüpft, kriegt man relativ häufig Missionen, die einen Rang aufsteigen lassen. Docking successful. Engines disengaged. So, jetzt wird gleich der Ruf bei der entsprechenden Fraktion ein wenig ansteigen. Und diese Fraktion erhält auch mehr Einfluss. Wir können gleich mal sehen, die sind derzeit bei 4%. Ich glaube, wir haben für diese hier, for Equality. Jawohl. Ja, werden wir sehen. So, hier ist euer Gold. Nicht ganz verdoppelt den Einsatz,
Aber ich denke, das ist erstmal in Ordnung. So, da sehen wir nochmal, unsere Reputation, unser Ruf bei dieser Fraktion steigt an, ist aber immer noch neutral. Und Einflusseffekte, welchen Einfluss das auf diese Raumstation hat. Gut, hier haben wir eine Mission für Empire Party, die möchte ich ganz gern annehmen, aber wir gucken erstmal hier drüben rein. Na, so groß war der Einfluss jetzt nicht, liegt immer noch bei 4%. Das ist in Ordnung. Und Reputation neutral steigt aber an. Dafür haben wir sogar einen kleinen Zuwachs bei der Empire Party bekommen, um die ging es mir ja. Aber jetzt schauen wir mal hier. Die wollen 4 Algen, einfach um Nahrungsmittel zu produzieren. Das nehmen wir natürlich an. Das müssen wir spenden. Bei diesem Symbol handelt es sich um Wohltätigkeit im Prinzip. Wir schenken denen das, aber 4 Algen sind kein wirklich teures Geschenk. Und ich weiß auch schon genau, wo ich das herbekomme. Bei der momentanen Sprungreichweite von unserem Schiff werde ich dafür allerdings 4 bis 5 Sprünge brauchen. Das gefällt mir nicht sonderlich gut. Und deshalb schaue ich gleich mal, ob ich kostengünstig an einen besseren Antrieb rankomme. Für die Cobra müsste ich noch alles hier in die Biscuit Tab bekommen. Bei größeren Schiffen, Vulture, Asp und noch größer, muss ich gerade ins Nachbarsystem nach Wonno. Da gibt es dann ja, höherrangige Bauteile für Schiffe. Klasse 4, 5 und höher. Könnte eng werden. Nope, hier hört es schon bei 3 auf. Das ist schade. Aber Dreierkraftwerk möchte ich jetzt nicht unbedingt verbauen. Auch hier, das lohnt sich nicht. Das heißt, wir machen uns auf den Weg nach Wonno. Und wir gucken mal, ob ich da Viererbauteile finde, die Sprungreichweite ein bisschen erhöhen. Nachteil an der Geschichte, Wonno liegt in der anderen Richtung. Ansonsten kriegen wir Nahrung sehr gut in Coletti. Das ist eine große, reiche Agrarbevölkerung. Und wird ebenfalls von einer imperialen Partei regiert. Deshalb der Handel zwischen Arrakapadjo und Coletti ist sehr, Ship released. Engines engaged. sehr, Landing gear retracted. sehr gewinnträchtig. Und ja, auch profitabel, weil man einfach nur durch Handel auch eine gewisse Menge Ruf erhält. Alternativ könnte man sich als Kopfgeldjäger bemühen, für jeden abgeschossenen Piraten oder Kriminellen bekommt man inzwischen auch eine kleine Menge Ruf. Und der Ruf fürs Handeln wurde reduziert. Das war zwischenzeitlich mal zu Scan viel. detected. Ja, scannt mich nur, ich habe nichts verbrochen. So, einmal kurz nach Wonno. Da würde mich allerdings interessieren, hat Wonno inzwischen offiziell eine Raumstation? Lass mal kurz gucken. Wonno hatte nämlich lange Zeit nichts eingetragen. Doch, inzwischen läuft's. Sehr schön. Da wollen wir hin. Frameshift Drive charging. Sieht nicht nach viel aus, aber dort gibt's ja alles, was es auf Arrakapadjo nicht gibt, außer Nahrungsmittel. Dafür benutzt man dann Coletti ein paar Sprünge weiter. 4, 3, 2, 1, engage. Wenn das Schiff voll beladen 15 Lichtjahre schafft, kann man zwischen Arrakapadjo und Coletti in 2 Sprüngen Handel treiben. Das war für mich lange, lange Zeit einfach das Maß der Dinge. Ein Schiff musste das können und eine gewisse Menge Frachtraum haben, um als Handelsschiff tauglich zu sein. Vielen Leuten geht es wahrscheinlich auf den Keks, dass ich schon wieder im gleichen System unterwegs bin, wie effektiv die ganze Zeit. Warum mache ich das? Ganz einfach, ich bin Gewohnheitsmensch. Wenn ich mich mal irgendwo eingerichtet habe, fällt es mir ziemlich schwer, mich komplett umzugewöhnen, ohne richtig guten Grund. Arrakapadjo bietet effektiv alles, was man braucht.
außer vielleicht Community Goals, aber das wird sich in nächster Zeit wahrscheinlich auch ändern. Ansonsten richtig entspannt und obwohl ich hier im Open Play unterwegs bin, habe ich meine Ruhe. Ich kann ja echt entspannt fliegen und ich fühle mich sicher. Und das ist einfach entspanntes Computerspielen. Spiele sollen Spaß machen. Und wenn ich die ganze Zeit auf der äußersten Kante vom Stuhl sitze und sprungbereit sein muss, dann ist das anspannend, nicht entspannend. Irgendwie kontraproduktiv. Deshalb, ich fühle mich absolut wohl hier. Ich habe alles, was ich brauche und hier macht das Spielen Spaß. Mir zumindest. Gut, dann dann flug mal wieder und dann gucken wir mal. Also 15 Lichtjahre Reichweite wäre wirklich fantastisch, wenn wir das hinkriegen würden. Aber ich glaube, die Cobra ist ein bisschen zu teuer. Das schaffen wir nicht mit den 300.000, die wir übrig haben. Außerdem möchte ich das Schiff ja nicht total auf Handel auslegen. Ich möchte in nächster Zeit einige Missionen machen. Da sind wahrscheinlich auch viele Kampfmissionen dabei. Das heißt, das Schiff sollte vielseitig ausgerüstet sein. Ich werde demnächst auch einen Frameshift Drive Interdictor brauchen, um Piraten aus dem Supercruise rauszureißen. Dann möchte ich den einen oder anderen Event angucken hier, Signalquellen. Dann möchte ich im Abbaugebiet bei Siris ein paar Piraten jagen. Und wenn in Nupictoris immer noch Bürgerkrieg herrscht, wäre es nicht schlecht, wenn wir da auch noch ein bisschen was machen könnten. Deshalb auch die Entscheidung für die Cobra, weil sie enorm vielseitig ist. Trotzdem, wenn wir schon Missionen machen, wie zum Beispiel jetzt hier für Arrakapacho, dass wir Nahrungsmittel holen, warum sollten wir dann leer fliegen? Wir haben zwar mehr Sprungreichweite, aber wir können unterwegs nicht nur Sprit verballern, sondern wenn wir ein bisschen was mitnehmen, auch noch Gewinn dabei machen. Und das ist die große Kunst, wenn man ein Ziel hat, Docking request granted. wie zum Beispiel jetzt farme ich Ruf und mache Missionen, dann aber, wenn es geht, noch mindestens eine andere Sache damit verknüpfen. Wie zum Beispiel, dann treiben wir Handel zwischen zwei Stationen, wo wir sowieso hin und her fliegen müssen. Wenn man weiß, was diese andere Station braucht und man das mitnehmen kann, wäre man blöd, wenn man es nicht macht. Wie gesagt, Handelsgüter zu transportieren bringt einem zusätzlich noch ein bisschen Ruf ein und eben auch Credits. Und leicht verdiente Credits mitnehmen? Ja, bitte, bin ich sofort dabei. Landing gear deployed. Na komm. Docking successful. Engines disengaged. Super, super. So, Brashear City, da sind wir nicht, um Handel zu treiben. Da sind wir, um Bauteile anzugucken. Und wenn es geht, irgendwas zu kaufen, was sinnvoll ist. Sprungreichweite wäre nicht schlecht. Ganz besonders, wenn dann demnächst mal wieder ein Gilden-Event ist, bei dem ich dann wahrscheinlich mit der Cobra vorbeifliege. Und da könnte man ein bisschen über Sprungreichweite nachdenken. Ich möchte mir nämlich nicht jedes Mal hier die Cobra verkaufen, dann wieder einen Hauler ausrüsten, mit dem dann irgendwo hinfliegen, den wieder verkaufen, dann wieder eine Cobra ausrüsten und wenn ich zurück zum Heimatgebiet will, das Ganze wieder rückwärts. Immer wenn ich was kaufe und verkaufe, verliert es mindestens 10%. Das heißt, auf die Art kann man auch eine ganze Menge Geld vernichten. Wäre also nicht schön. Da fällt mir gerade auf, diese blaue Farbe geht mir ein bisschen auf den Keks. Lass mal kurz gucken, ob wir da noch was haben, um das zu ändern. Jawohl. Rot? Oder so ein Tarnmuster? Ach, machen wir mal Tarnmuster. Warum nicht? Das hier war ein Paket, was relativ früh mal im Sonderangebot war. Da gab es, glaube ich, für 50 Cent 6 oder 8 Farben. War verdammt günstig. Und ja, das ist meine Art, das Spiel auch noch ein bisschen mit zu unterstützen. Irgendwann wird sich's nur noch durch Mikrotransaktionen am Leben halten können. Oder man muss monatlich eine Gebühr bezahlen. Da ich gegen so eine monatliche Gebühr bin, unterstütze ich das Spiel hin und wieder mal mit solchen Kleinigkeiten, wenn ich es mir leisten kann. Und für Schiffe, die ich hin und wieder auch tatsächlich mal benutze. Naja, schauen wir mal. Okay, wie gesagt, Frameshift Drive wäre ganz nett, aber auch ganz teuer, wie ich sehe. 3 ist doof,
4A ist das Einzige, was verfügbar ist. 1,6 Millionen. Au, da werden wir wohl noch eine Weile sparen müssen. Wie sieht es aus mit dem Kraftwerk? Auch nur 4 Auflage, auch 1,6 Millionen. Okay, wir brauchen dringend doch noch den einen oder anderen Credit. Schade. Alternativ hätte ich noch zwei oder drei andere Systeme, wo wir Teile kaufen können, aber da dauert der Flug dann ein bisschen länger. Ich glaube, das lohnt sich dann nicht. Alles klar, dann würde ich sagen, für heute erstmal wieder Feierabend. Episode ist schon wieder lang genug. Wir machen in der nächsten Episode dann direkt weiter hier mit ein paar Missionen, treiben ein kleines bisschen Handel währenddessen, je nachdem, ob es die Mission anbietet oder nicht. Und ja, schauen wir mal, wie wir nochmal zu ein paar Credits kommen. Bin wirklich gespannt, welche Ausrüstungsideen ihr für die Kobra habt. Lasst mich wissen, ab in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dann, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.